Hallo, ihr Wundervollen, hier ist die Patti und zwar heute wieder mit einer Wochenvorschau und einer Überraschung und Ankündigung. Und damit starten wir jetzt auch gleich rein. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Nachrichten ich bekommen habe, die so wie diese klangen und ich eben gefragt wurde, ob ich dieses Jahr wieder meine Rauhnachtsbegleitung mit dem Tarot mache und ob ich das wieder anbiete. Und das Spannende war, dass ich mir nicht ganz sicher war, ob ich es dieses Jahr wieder anbieten soll. Dann hatte ich mich dafür entschieden, es zu machen. Und plötzlich, auf allen Kanälen, gingen diese Nachfragen ein. Das war total witzig. Ja, da sieht man mal wieder, you go first, the universe follow. Ich habe beschlossen, ich mache es, weil ich einfach Lust drauf habe, auf diesen magischen Raum. Und plötzlich haben viele von euch mir geschrieben, hey, machst du das wieder? Machst du das wieder? Und ja, ich mache es wieder. Magical 12, meine magische Rauhnachtsbegleitung und Jahresvorschau für 2024. Und zwar wird es so ablaufen, dass ich dich während den Rauhnächten begleite, indem es jeden Tag eine Monatsvorschau für das kommende Jahr gibt, also für Januar, Februar, März und so weiter, wie die Energien stehen. Und du auch eine Begleitung erhältst, wie du die Rauhnächte zum Manifestieren nutzen kannst. Es wird auch eine Abschlusszeremonie geben und eine begleitende Telegram-Gruppe. Denn, ihr Lieben, ich weiß, manchmal sind Jahre sehr herausfordernd und vielleicht war auch 2023 für dich ein herausforderndes Jahr und hatte vielleicht auch viele Momente, wo du zwischenzeitlich auch die Verbindung vielleicht zum Leben so ein bisschen verloren hast, vielleicht auch Hoffnungslosigkeit eingekehrt ist oder einfach ein bisschen Verzweiflung, ja? Und was ich möchte, ist, dass wir 2023 gemeinsam kraftvoll abschließen, das Alte wirklich zurücklassen und mit ganz frischer Energie in 2024 reingehen und vor allem uns auch den Rückenwind des Universums ja zu eigen machen. Denn durch die Monatsvorschauen wirst du genau sehen, wann wie die Energien stehen, die universellen, und wie du sie für dich im jeweiligen Monat nutzen kannst und auch wie du sie für das Erreichen deiner Ziele und Wünsche nutzen kannst. Und das eine ist halt, du fährst irgendwie alleine mit dem Fahrrad durch die Gegend und das andere ist, das Universum schiebt dich von hinten an. Du musst viel weniger treten, oder? Wenn du Rückenwind beim Fahrradfahren hast. Und genau so ist das eben bei Magical 12. Also, es ist eine wunderschöne Sache, zu der ich dich einlade. Und aktuell, für die ersten Tage, gibt es einen sehr reduzierten Preis. Du findest den Link dazu in der Infobox und du kannst dich jetzt anmelden und dabei sein. Und du bekommst dann Zugang zum Mitgliederbereich, zur Telegram-Gruppe, wo ich da bin, über die Zeit, dass wir wirklich diese Zeit zwischen den Jahren richtig magisch verbringen. Denn da stehen die Portale zur geistigen Welt sehr weit offen. Und das bedeutet auch, dass unsere Manifestationskraft sehr, sehr stark ist für das neue Jahr. Ich erkläre alles bei Magical 12. Also schau da gerne rein und sicher dir vor allem auch diese 12 Monatsvorschau, mit denen du auch über das ganze Jahr hin wegarbeiten kannst, um dich immer auf den jeweiligen Monat einzurufen und zu gucken, hey, Anfang März, was steht denn für den März so an? Auf was kann ich mich einstellen? Wie stehen die Energien und so weiter, ja? Das kannst du alles für dich nutzen. Cool, ich freue mich sehr auf dich. Und jetzt starten wir rein und gucken in die Woche. Und ich möchte einmal schauen, was haben wir für eine Grundenergie? Ja, was ist die Grundenergie dieser Woche? Zwei der Stäbe. Du stehst vor einer Entscheidung. Du stehst vor einem großen Schritt. Es gibt hier eine Entscheidung zu treffen. Das kann etwas Kleines sein, wie dich auf ein Abenteuer einzulassen, wie jetzt Magical 12 oder auf eine kleine Reise einzulassen, auf irgendetwas einzulassen, was außerhalb deines Gewohnten liegt. Ja? Außerhalb deines gewöhnlichen Alltags. Das kann auch eine Einladung einfach zu einer Freundin sein, die in einer fremden Stadt lebt. Nur mal als Beispiel, ja. Das kann sein, etwas Neues zu erlernen. Solche Dinge sehe ich hier. Etwas, wo du sagst, oh, eigentlich habe ich es hier, wo ich bin, gerade ganz gemütlich, aber du sehnst dich nach mehr. Und gleichzeitig ist da auch irgendwie eine Überwindung, dich auf was Neues einzulassen, weil du weißt nicht ganz genau, was dich da draußen im Unbekannten erwartet. Und das wird dich beschäftigen in dieser Woche, ja. Da wird auch eine Entscheidung anstehen und es wird dich beschäftigen, ob du dich jetzt darauf einlässt. Vielleicht hast du die Entscheidung auch schon getroffen, aber bist so ein bisschen zögerlich und denkst, hu, bald geht's los. Oh, ich weiß nicht, was das so kommen mag. Auf der Rückseite mit dem Teufel sehe ich, dass
hier dich Ängste gefangen halten, vielleicht auch Menschen dich zurückhalten wollen. Weil, ihr Lieben, das müssen wir einfach wissen. Wenn wir uns für was Neues entscheiden, ja, wenn wir wirklich Bock haben, da in was Neues zu streben, dann gibt es auch immer Menschen, die uns zurückhalten wollen, weil sie Angst haben, dass sie uns verlieren, wenn wir wachsen. Weil sie Angst haben, dass wir sie nicht mehr brauchen, wenn wir wachsen. Und es könnte hier wirklich sein, dass da auch ein Mensch dich zurückhalten will oder du dich selber mit deinen Ängsten und so weiter, die dann sagen, ach nee, ich weiß nicht, ob das sicher ist da draußen. Und hier einfach ganz wichtig, bei der 2 der Stäbe ist es wirklich, das ist so die Karte, die wirklich sagt, entscheide dich fürs Abenteuer. Weil das Gewohnte hast du schon, das kennst du und wenn du dort zu lang bleibst, gehst du ein. Du brauchst dieses Neue, du brauchst das Abenteuer, du brauchst das Unbekannte auch in deinem Leben. Das sagt die Karte für diese Woche, ja? Okay, cool. Wir werden nachher noch Orakelkarten uns dazu anschauen, aber jetzt möchte ich erstmal reingehen in die Woche ganz konkret. Und zwar möchte ich das heute mal wieder so machen, wie ich es früher immer gemacht habe. Und zwar, dass wir uns 3 Situationen anschauen, die in dieser Woche auftreten, die auf dich zukommen. Und das können 3 einzelne Situationen sein oder sie können zusammenhängen. Das darfst du für dich selber einfach mal abchecken sozusagen, ja. Wir schauen rein. Was ist die erste Situation? Was wird auf dich zukommen in dieser Woche? Was wird auf dich zukommen? Okay. Du schmiedest Pläne hinsichtlich einer Beziehung. Du schmiedest Pläne, du träumst auch hier von einer Beziehung beziehungsweise von, wobei, es ist nicht mal nur Beziehung, kommt mir gerade rein. Es sind 2 Aspekte hier. Das eine ist, der ein oder andere von euch ist hier wirklich so, dass du sehr viel über Pläne mit dem Herrscher nachdenkst, also mit einer männlichen Person, mit einem Gegenüber, wo du wirklich drüber nachdenkst, was könnten wir tun, wo du sehr in der Zukunft bist, wo du wirklich vielleicht auch Hoffnung jetzt schöpfst, ja, wo eine schwierige Zeit auch vorbei ist, auch das bekomme ich hier rein, eine schwierige Phase ist vorüber mit dem Herrscher, mit deinem Gegenüber und du fängst wieder an, Pläne zu schmieden, weil du eben wieder Hoffnung und das Licht am Ende des Tunnels siehst. Ja, das ist so eine typische Karte mit dem Stern. Da ist wirklich so diese schwere Zeit, die ist vorbei. Streitereien, Auseinandersetzungen, Konflikte, Trennung und so weiter. Und jetzt fängt man wieder an, wirklich neu auf die Situation zu blicken, neue Pläne zu schmieden und sich auch wieder ganz offen zu begegnen. Ja, du begegnest dem Herrscher wieder offen. Du vertraust wieder mehr. Auch das sehe ich hier. Wenn das nicht ein Gegenüber ist, wir schauen gleich mit den Lennys noch rein, habe ich dich hier als Herrscher und das ist so die Energie von, ich setze meine Pläne um. Ich mache das, was ich will. Und das würde natürlich auch hier zu dieser Entscheidung sehr, sehr stark passen, ja, weil da haben wir wirklich diese Energie von, du entscheidest dich für das, was du willst und du schmiedest dahingehend Pläne und du sagst wirklich, jetzt bin ich dran. Auch das habe ich hier. Prüf mal für dich, ja, wo du gerade mehr Resonanz spürst. Tatsächlich spüre ich ganz viel Resonanz mit dem, dass du dran bist. Also, aber wir schauen mal in die Lennys rein, was die noch dazu sagen. Ja, da haben wir schon, da haben wir schon definitiv eine Heilungsreise. Wir haben hier wirklich zum einen, dass hier Schmerz einfach da war in der Vergangenheit und das heilt jetzt. Dieser Schmerz kommt in Heilung. Entweder der Schmerz hinsichtlich einer Vision von dir, Ideen von dir, was du kreieren möchtest, aufbauen möchtest oder eben in dieser Beziehung Schmerz, der einfach da war, Verletzungen, die geschehen sind. Verletzungen entweder hinsichtlich, dass der Herrscher sehr garstig zu dir war, dir was verheimlicht hat, sich zurückgezogen hat, aus dem Staub gemacht hat, vielleicht dich auch belogen hat, ja, all solche Dinge, wo etwas hier in Heilung kommt und man wieder bei Null anfängt und wieder gemeinsam Pläne schmiedet, ja. Wenn es auf dich bezogen ist, habe ich einfach hier, dass du jetzt anfängst, wirklich ganz schlaue, neue Wege zu finden für dein Ziel. Du fängst an, anders zu denken. Du fängst auch an, ein Stück weit dich von Altem aus dem Staub zu machen, das hinter dir zu lassen, ja, die Komfortzone auch hinter dir zu lassen und wirklich hier voll und ganz in dein neues Abenteuer reinzugehen. Das ist, was ich hier ganz, ganz stark sehe.
Und guck mal, auf der Rückseite schon wieder eine Entscheidung, die zwei der Münzen. Also wir haben hier doppelt die Entscheidung auf dieser Sache hier liegen. Vielleicht auch die Entscheidung, geht es mit dem Herrscher weiter? Reicht das Heilungspotenzial, dass es hier weitergeht? Und dann auch die Entscheidung, es kann auch beides auf dich zutreffen. So, jetzt bin ich dran und für was entscheide ich mich hier? Ich entscheide mich für meinen Weg und lasse auch Menschen hinter mir, lasse auch, guck mal, lasse auch den Schmerz hinter mir und mache mich da aus dem Staub und lasse das einfach zurück. Ja, ist auch so wichtig, dass wir Altes auch abschließen. Deswegen auch bei Magical 12, ja, werden wir da richtig auch in eine Abschlusszeremonie gehen, um das hinter sich zu lassen. Okay, das ist auf jeden Fall spannend hier. Haben wir eine ganz spannende Energie. Was haben wir noch in dieser Woche? Und da sind sie schon zusammen rausgefallen. Schau dir das an. Ui, wow. Ganz viel Gefühl ist in dieser Woche. Ganz viel Gefühl und Heilung auch schon wieder habe ich hier. Also wir haben hier wirklich, dass jemand auch sich bei dir entschuldigt oder eben mit dir flirtet, auf dich zukommt. Auch das generell, nicht nur flirten und entschuldigen, sondern generell, dass Menschen sehr wohlwollend auf dich zukommen, dass Menschen sehr gefühlvoll auf dich zukommen, ihr Herz dir gegenüber aufmachen und dass du allgemein in deinen Beziehungen, so sehe ich das hier, gerade eine sehr schöne Energie hast von Liebe, Wertschätzung, Harmonie. Also du kannst dich vor allem, guck mal, das liegt in der Mitte, Mitte der Woche, vor allem wenn deine Entscheidung hier getroffen ist, die irgendwie wichtig für dich ist, dann kannst du dich einstellen auf ganz viel Harmonie und das können wir jetzt alle gebrauchen, glaube ich, ja. Auf wirklich eine harmonische Zeit, eine Zeit, wo du dich wohlfühlst, wo du tolle Menschen um dich herum hast. Und vor allem auf der Rückseite haben wir die drei der Schwerter. Das heißt, da war ein Schmerz, da war in der Vergangenheit Verletzungen, aber all das kannst du gerade total in Heilung bringen mit dieser Person oder indem du das zurücklässt. Aber auch ne, die drei der Schwerter ist nicht nur Schmerz mit einer Person, es kann auch ein Schmerz sein, was deine beruflichen Wege anbelangt, ja, dass du dich da ein bisschen verloren hast und jetzt neu hier Visionen spinnst, in die Heilung kommst, wieder Mut schöpfst, Hoffnung. All das habe ich hier auch liegen. Und das sehen wir hier wirklich ganz, ganz schön, dass da ein Überfluss an Harmonie kommt, könnte man fast schon sagen. Wir schauen ganz konkret rein. Und dann haben wir das Glück auch noch. Also das Glück ist auf deiner Seite. Das Glück in den Gefühlsangelegenheiten, in Beziehungen, in Herzensangelegenheiten. Und dann haben wir hier den Mann. Also, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Hier kommt etwas definitiv in Heilung mit einem Gegenüber. Das kann romantischer Natur sein. Also definitiv hier, ja. Jemand, der auch so ein bisschen verhärtet war, sich von dir abgewandt hat oder. Wie gesagt, ja, wir hatten auch hier die Thematik, dass sich aus dem Staub machen, lügen, ja, einfach sich zurückziehen, wegziehen. Auch das haben wir hier natürlich und hier sehen wir aber, dass da die Harmonie reinkommt. Es kann auch ein Vaterthema für einige von euch sein oder mit einem Bruder, mit einem Vorgesetzten. Eine Harmonisierung hier. Und zwar eine starke Harmonisierung. Ja, nichts, was da so klein daherkommt, sondern das ist schon ordentlich. Das kann man definitiv sagen. Und ich bekomme hier immer wieder rein, dass es sehr wichtig ist, dass du wirklich deinen Weg gehst und auch, und das ist nämlich die Herrschereigenschaft, dass du dich an erste Stelle setzt, deine Ziele und Visionen verfolgst und der Rest klärt sich. Ja? Und zwar umso schneller, je mehr du dich für dich und hier ja, für dich entscheidest in dieser Angelegenheit. Hier gibt es irgendwas zu entscheiden für dich, etwas Wichtiges. Das kann was Kleines sein, aber es kann trotzdem wichtig sein. Wisst ihr, was ich meine? Das kann irgendwie sein, dass du dich entscheidest, irgendwie auf eine Reise zu gehen oder so, was augenscheinlich was Kleines ist, aber für dich immens wichtig ist und deine Energie total verändert. So, dann sag mal jetzt, dann schauen wir in die dritte Angelegenheit. Was haben wir hier noch? Also Liebe, Liebe, Liebelei, sage ich mal, ist hier los. Liebe, Liebe, Liebelei ist hier los. Ich sage es euch. So, die 10 der Münzen und die, okay, boah, du kannst definitiv mit irgendeinem finanziellen Fluss rechnen. Also es kann hier wirklich sein, dass plötzlich Geld zu dir fließt, womit du gar nicht rechnest.
dass jemand dir Geld zurückbezahlt, dass du Geld irgendwo herbekommst, dass Kunden unerwartet bei dir buchen, womit du gar nicht mehr gerechnet hast, dass du irgendwas verkaufst, womit du gar nicht gerechnet hast. Also hier findet Geldfluss statt und vor allem auch ganz viel Stabilität in einer Sache, in die du in der Vergangenheit schon Energie reingesteckt hast und wo du jetzt zurückbekommst. Ja, also du bekommst hier definitiv zurück und hier läuft es in irgendeiner Form finanziell für dich gut. Vielleicht bekommst du auch Weihnachtsgeld zum Beispiel. So etwas könnte hier definitiv auch der Fall sein. Oder du bekommst etwas bewilligt. Es kann auch sowas sein wie Wohnungszusage tatsächlich, dass du jetzt eine Wohnungszusage bekommst oder irgendwie eine Aussicht, dass du befördert wirst. Sowas habe ich hier. Ich habe hier Stabilität und Sicherheit und zwar vor allem in einer Sache, wo du viel gegeben hast und jetzt zurückerhältst, wo jemand jetzt dir gibt. Das bekomme ich ganz stark rein und der König der Münzen auf der Rückseite zeigt das auch nochmal ganz stark an, weil wir haben jetzt hier nur Münzen. Also hier geht es ganz viel darum, dass du einen großen Schritt machst in Richtung Stabilität, Sicherheit, Geld, Wohlstand, und dass da etwas für dich passiert, sodass du dich sehr, sehr sicher fühlst. Ja, da passiert in dieser Woche etwas. Was sagen die Lennys? Was haben wir hier? Oh, Ernte einfahren. Ernte einfahren und zwar vielleicht auch schneller, als du denkst. Und dann haben wir auch noch den Mond drauf liegen. Das ist eine Sache, wo du schon, wie soll ich sagen, du hast intuitiv, es kann auch in dieser Woche sein, dass du ganz intuitiv spürst, oh, da sollte ich mal anklopfen. Oh, da sollte ich mal nachfragen. Oh, diese Ausbildung sollte ich buchen. Oh, da sollte ich rein investieren. Oder bei dem Kunden sollte ich noch mal nachfragen, ob er weitergehen möchte mit mir. Oder. Da ist irgendetwas, wo deine Intuition dir sagt, investiere da rein. Und das wird sich auszahlen. Vielleicht hast du auch schon in der Vergangenheit da ganz intuitiv rein investiert. Etwas, was dir auch am Herzen liegt, wo wirklich Emotionen dran geknüpft sind, wo du auch vielleicht in der Vergangenheit noch nicht genau gesehen hast, wohin das führen wird. Wo du aber irgendwie gefühlt hast oder fühlen wirst, das ist wichtig, dass ich da investiere. Dass ich da Zeit, Geld, Liebe rein investiere. Und da wird ein Ausgleich in dieser Woche stattfinden. Da wirst du die Ernte dieser Sache einfahren können. Ja, also und wirklich so ein bisschen deinen Thron auch erobern in dieser Hinsicht. Mega schön. Wow, ihr Lieben, also das gefällt mir gut. Wir haben hier wirklich eine schöne Energie. Lasst uns mal gucken, was noch die Orakelkarten dazu sagen, was die uns noch mitzuteilen haben. So, lasst uns mal gucken. Was haben uns die Orakelkarten noch mitzuteilen? Für diese Woche bitte. Die Erdbeere. Ist jetzt nicht unbedingt Erdbeerzeit, ja, aber wir haben die Erdbeere. Und die Erdbeere, so, die steht für Vereinbarungen, die getroffen werden. Ja, Abkommen, Verträge, auch hier, ne, Verträge, Kunden, die buchen. So etwas habe ich hier auch wirklich. Vereinbarungen, die man trifft. Vielleicht auch hier mit den Herrscher Aussprachen, die man trifft. Und dann neue Vereinbarungen, auch das. Und natürlich hier die Entscheidung könnte was zu tun haben mit einer Vereinbarung, mit einem Abkommen, mit einem Vertrag, den du eingehst, wo es darum geht, weil Verträge, was sind Verträge? Verbindlich. Also hier geht es um Verbindlichkeiten in Beziehungen, vielleicht neue Verbindlichkeiten. Es geht vielleicht aber auch darum, Verbindlichkeiten aufzulösen. Ja, für den einen oder anderen kann es auch bedeuten, hier das aufzulösen und mit einem neuen Mann in die Harmonie zu gehen tatsächlich. Und aber auch sich zu erlauben, verbindlich für was Neues zu gehen, für seine Vision zu gehen, auch hier eine gewisse Verbindlichkeit sich selbst gegenüber einzuhalten. Ja, und tatsächlich hier Verträge, Beförderungen und so weiter. All das. Sehr, sehr spannend. So, jetzt schauen wir noch, was sagt das schamanische Orakel. Hier, die sind immer noch mal so richtig, finde ich, treffend und gehen noch mal richtig schön in die Tiefe. Was haben wir hier im schamanischen Orakel? Was haben wir hier noch für eine Botschaft? Das Driftboot. Das Leben nehmen, wie es kommt. Also,
Nimm die Dinge, die so jetzt in dieser Woche kommen. Hinterfrage nicht so viel, ganz wichtig, hinterfrage nicht zu viel, sondern nimm diese Angebote, die hier wirklich auf dich zukommen. Ja? Vielleicht kommt es manchmal anders, als du denkst, ja? Aus einer anderen Ecke, von einer anderen Seite. Und dann nimm das Leben, wie es kommt. Nimm das an, auch es könnte sein, dass du sagst, die Entscheidung, hier, das kommt jetzt nicht zum richtigen Zeitpunkt und eigentlich möchte ich es wann anders. Und es passt jetzt gerade nicht. Versuch nicht zu kontrollieren, sondern nimm es, wie es kommt. Ja? Ganz oft ist es so, dass Chancen dann kommen, wenn wir glauben, es ist das falsche Timing. Aber wir haben so einen limitierten Radius, was das richtige Timing anbelangt. Wir können das gar nicht sehen. Da müssen wir dem Leben vertrauen. Und wenn sich die Chance dir offenbart, dann ist jetzt das richtige Timing. Ja? Und dann darfst du das jetzt auch entscheiden für dich zum Beispiel. Es kann auch sein, dass plötzlich hier die Chance kommt zur Beförderung und du so, ich weiß nicht, ob es das richtige Timing ist. Ja? Aber doch. Ja, es ist das richtige Timing und es geht jetzt hier darum, wirklich das eben so zu nehmen, wie es kommt. Weil wir haben die 14, darunter liegt die 5. Hierophant, das ist die göttliche Fügung. Und alles ist in dieser Woche sehr geführt. Es passiert nichts zum falschen Zeitpunkt, es passiert alles zum richtigen Zeitpunkt. Und das Einzige, was du tun darfst, ist eben die gewissen Verbindlichkeiten annehmen oder auflösen, je nachdem, was du fühlst. Ja, hier reingehen, für deinen Weg gehen, bei dir bleiben. Ganz wichtig, die Herrscherenergie, die hier sehr präsent ist, bei dir zu bleiben, auf dich gut zu achten und die Gelegenheiten in dieser Woche anzunehmen. Die Gelegenheiten, da kommen Gelegenheiten, ja, wirklich auf dich zu. Und im Zentrum liegt vor allem hier das Glück und die Harmonie und die Liebe und das schöne Gefühl und die Versöhnung hinsichtlich eines Gegenübers. Ja, das haben wir hier ganz zentral liegen, was gefühlt Einfluss auf alles hier hat. Wow. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu lesen. Ich würde mich außerdem mega freuen, wenn wir bei Magical 12 zusammen reisen. Ja, also das wird so magisch. Diese Legungen bei Magical 12 werden richtig schön tief gehen, sodass du ganz viel für dich mitnehmen kannst. Und ich bin eben da für dich da. Und ich freue mich sehr, wenn du den Kanal abonnierst, um keine Legung zu verpassen. Und ich freue mich wie immer, von dir in irgendeiner Form hier zu lesen. Danke, dass du da bist. Und ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Die wird richtig magisch. Ganz viel Freude, die Party.